Absolutes Carnage. 7 Dreher mindestens, ja? Bottas wollen wir alle Ehre machen. Ey, einfach im sechsten Gang durchfahren, ich sag's euch, Leute. Alter, die haben schon instant gestartet. So, Abu Dhabi, erstmal Wings Abu hochstellen, Dhabi ist bei mir ganz unten. 6-9, Rear Camber, so 1-7. Ah, einfach Maximum Downforce Preset 1, auf geht! Ich fahr einfach 1-7-8-8-7-8 bei Suspension, also auf Right Height und so. Ich will ja Aquaplaning vermeiden, ne? I don't know where to break. Einfach rollen lassen. Ach, warte mal, ich bin letzter, oder? Ah, bin ich nicht ganz. Schade. Da sind noch welche hinter uns gemogelt. Ja. Kevin? Oh Gott, Kevin. Ganz schnell. Oh. Ah. Ja. Oh. Panzerfach. Ich hab den Flügel. Ich trage den Flügel mit mir. Ich hab eine 2-Sekunden-Penalty, weil ich angeblich irgendjemanden reingefahren bin. Es leben nur noch 11. Mein Reifen ist einfach kaputt gegangen, weil ich mit 20 jemanden gerammt habe. Ich bin P2? Ich bin P4, aber ich hab komplett roten Was Flügel. Macht der? Der macht Donuts auf der. Oh mein Gott, P1 ist langsam. Alter! Was tut ihr? Aber ich glaube, ich habe die Dinger, ich hab die Trolls nicht gekickt. Das also war ich, das Problem. Also ich warte einfach. Warte mal, es leben nur noch 8 Leute! Die Trolls sind schon disconnected. Achso? Da fahren nur noch die KIs, aber die ziehen uns jetzt halt ab. Ja. Und ich muss noch die ganze Runde ohne Wing fahren. Ich doch. Ja, wenigstens lebst du noch. Jo. Hast du Flügel, Marvin? Nö, ich hab gar nichts. Lol, Alter, ich hab. What the fuck? Ich hab ja komplett roten Flügel. Geil, ich bin auf der Geraden, ich kann mal Gas geben. Wo ist der Bremspunkt? Bei 150, glaube ich. Ja, mit Wing, ne? Mit. Ja. Ich bremse mal bei 200. Ja, das war eine gute Entscheidung. Nicht auf den Curb bremsen, vielleicht. Wow. Alter, ich fahr so schlecht, wenn ihr mich sehen würdet. Ich fahr einfach auf Mitte der Strecke. Ich muss in die Box. Oh Gott, da liegen so viele. Oh, warte mal, das ist Simulation Damage, richtig? Ja. Man kann eine Puncture auf der Stadt Ziel bekommen. Das ist korrekt. Alter! Dann frage ich mich, wie ich keine Puncture auf der Stadt Ziel bekommen habe. Weil Regenreifen. Die halten ein bisschen mehr aus. Wir sind einfach nur noch 7. Ich schaff's fahrt nach einfach, Hause. Fahrt einfach im hohen Gang an, das ist immer ganz gut. Nee. Oh Mann. Ey, aber zum Glück fahren wir noch Formel 1 Wagen, ne? Wir fahren keine Classic Cars oder so, das wäre noch schlimmer. Point. Wo ist denn die Bremspunkt für die Schikane im Mittelsektor? 150. Oder welche meinst du? Die erste. Da habe ich gerade beim 100 Meter gebremst. Das war definitiv. Die erste zwischen den Geraden? Ja. 150. Ich habe beim 100 Meter Schild gebremst. Ja, das ist ein bisschen sportlich. Aber 150 also, klang ein bisschen ja, geil, ey. Gespeend. Auf der Geraden. Wer. Der. Ein schönes Auto Racing Point ist langweilig zu fahren, um ehrlich zu sein. Ja, wir hätten Classic Cars nehmen sollen, das war voll der Fehler. Der Racing Point ist rückwärts in die Box reingefahren gerade. Okay, also im Full Wet sind die Breaking Points für Abu Dhabi eigentlich sogar dafür, dass ich sie nie gelernt habe, geht's.
Die ganzen Teile auf der Fahrbahn, holy shit. Jetzt habe ich es auch endlich gesehen. Wir hätten echt den 88er McLaren nehmen sollen. Das wäre noch so viel witziger gewesen. Oh mein Gott. Ich bin die Karre noch nie gefahren. Ja, Classic Cars im Fullwheel ist eigentlich immer ganz lustig. Siehst du ja bei Jano auch mir immer. Ich führte ja sogar dazu, dass ich in die Luft befördert wurde. Oh Mann, dieser Start war legendär. Ja, bei mir ist tatsächlich nicht so viel passiert. Ich hab ein Problem, ich bin zu schnell. Warum? Warum ist er zu schnell? Ich lebe wieder, Leute. What the frick? 150 ist übrigens definitiv zu früh. Ja, ja, ich dann hab's 125. Gemerkt, 120 ist gut. Aber definitiv nicht 100. Beim zweiten ist es ungefähr 100. Bisschen vorher, wenn man safe hatte. So, ich hab jetzt Jonas TDR eingeholt. Ah, da hast du mich auch gleich. Jetzt gerade, dass Jonas mich nicht abschießt. Oh, Jonas ist nett, korrekter Mann. Er hat sich ja, ja, der ist voll in Ordnung. Er struggelt halt nur. Oh no. Okay, Startziel rechts halten, dann kriegt man auch nichts von den Teilen ab. Rechts klickt so ganz fett davon. Da hinten habe ich nie gesehen. Sbin! Ja, Gras, kannst du mal vom Reifen vielleicht ab, damit ich mal wieder beschleunigen? Alter. Wollen wir mal raten, wie viele Leute dann noch in der Lobby sein werden, wenn wir jetzt wirklich in der Lobby sind? Also ich meine, ich könnte das ja zum Beispiel zu Overtakes of the Week einstellen. Und ich bin ja von P... Bei Veloce? Ja, ich bin ja von P18 auf P2 in den ersten Kurven. Nicht cheaten! Also ich meine, es war nicht wirklich ein Ich habe nicht einen Overtake gemacht. Ich bin einfach nur nicht gestorben. Ja, die Videos sind eigentlich ganz witzig. Mein Auto fährt sich gut. 3L Flügel war richtig. Ich habe 6 Flügel. Ja, ich fahre halt 1,10er Suspension. Ach, come on! Vorsicht! 1,8. Oh, hi! Jetzt für die Challenge über ein paar Flügel drüber fahren. Dann einen auf Hamilton machen, so. Ja, 3 Reifen sind genug. Oh man. I'm gonna get lapped by everyone. No. Also dadurch, dass ich ja den 88er mit Kevin Full weggefahren bin, fühle ich mich auf einmal wie den Regen. Du hast vergessen, E-Gags zu bauen. Ja, der ist eh. Oh nein! Ich hab grad noch deine Kamera geschaltet, als es passiert ist. Das wäre eine schnellste Runde. Ich wollte die schnellste Runde pushen. Aber EGX ist eh ein Bot. Deswegen. Wie schnell bist du denn gewesen? Ja. Das
war, glaub, 1,54 wäre es, glaub, geworden. Weil ich bin eine Sekunde ab. Alter! Ja. Mach ich mal kurz die ab. Ich war dann gleich wieder. Diese zickige scheiß Renault-Motor hier. Kann man nicht auf der Straße halten. Immer dasselbe.